Grüß dich, Pater Martin. Grüß dich, Pater Florian. Schön, dass du kommst. Ich freue mich, dass ich dir zeigen kann, dass so ein bisschen was geschieht. Pater Martin Meierhofer lebt seine Berufung als Ordensmann wie als Künstler. Und das niederösterreichische Benediktinerstift Seitenstetten gibt ihm Raum dazu. Meine Grundtechnik ist die Bildhauerei, mit der habe ich angefangen. Dann habe ich für die Schule weiter eben vor allem mich in der Malerei weiterbilden müssen, vor allem auch in der Druckgrafik. Dann ist Email dazugekommen, dann sind Hinterglasbilder dazugekommen. Das hängt vom Motiv ab, das mich gerade bewegt. Einige seiner Bilder finden sich neben anderen modernen Kunstwerken in der Stiftsgalerie. Der Besucher unserer Stiftsgalerie unternimmt einen Gang durch die Kunstgeschichte, von der Zeit der Gotik über den Barock bis hin zur Moderne. Es verbirgt sich auch ein außergewöhnlicher Kulturschatz hinter den alten Mauern von Seitenstetten. Hier in diesem Raum werden mehr als 18.000 Bücher, Bände aufbewahrt, die sich den verschiedensten Wissensgebieten widmen. Was diese Bibliothek einzigartig macht, ist ihr Gesamteindruck. Alle 18.000 Bände sind im Lauf des 18. Jahrhunderts in weißes Schweinsleder gebunden worden. Einzigartig ist auch die schöne Barockkirche mit einer Besonderheit in der Kapelle. Eine Künstlerin, die in den 50er Jahren gelebt und gewirkt hat, Maria Sturm, hat hier einen Todestanz dargestellt, einen Zyklus, wo der Tod nicht als grimmiger Sensenmann, sondern als weißer, sympathischer Engel die Mönche aus den verschiedensten Situationen ihres Lebens heimholt. Und immer wieder erklingt Orgelmusik im Vierkanter Gottes, wie der Stift Seitenstetten wegen seiner Bauform genannt wird.